Gekeimter Knoblauch ist noch gesünder als herkömmlicher Knoblauch. Kennst du das auch? Du guckst in das Gemüsefach deines Kühlschranks und siehst, dass der Knoblauch, der vielleicht schon etwas länger liegt, am Keimen ist. Was tust du? Verarbeitest du ihn oder sortierst du ihn aus? Wir sagen, wirf ihn bloß nicht weg, denn gerade gekeimter Knoblauch verfügt über erstaunliche Vorteile für deine Gesundheit. Wir alle wissen, wie gesund Knoblauch ist. Das haben wir bereits in vielen Videos aufgezeigt. Knoblauch ist eine natürliche Möglichkeit, um Bluthochdruck zu bekämpfen, da es den Blutdruck niedrig hält und das ohne Nebenwirkungen. Knoblauch ist antiviral, das heißt, er unterstützt den Körper beim Abwehren von Krankheiten, wie zum Beispiel Erkältung oder Herpes. Knoblauch ist antibakteriell, das heißt, er verfügt über antibiotische Eigenschaften und wirkt gegen bakterielle Erkrankungen und er hilft sogar gegen Bakterienstämme, die resistent gegen Antibiotika aus der Apotheke geworden sind. Weiterhin ist Knoblauch antifungal, das heißt, er wirkt auch effektiv gegen Pilzerkrankungen. Knoblauch ist sehr reich an Vitamin C, B6 und Mangan. Außerdem enthält er Spuren von vielen weiteren Nährstoffen und obendrein ist er kalorienarm, was diese Knolle besser macht als jedes Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja nun schon eine Menge an positiven Eigenschaften. Deshalb sollte Knoblauch auch am besten täglich auf unserem Speiseplan stehen. Nun ist es aber so, dass gerade gekeimter Knoblauch noch gesünder ist, da er natürliche Enzyme enthält, welche die antioxidative Wirkung erhöhen, welche wiederum dein Körper im Kampf gegen freie Radikale unterstützt und auch einer Zellalterung bestens entgegenwirken kann. Dies wurde durch eine Studie der American Chemical Society bestätigt. Wie gehst du aber dabei am besten vor? Kaufe keinen bereits gekeimten Knoblauch aus dem Supermarkt. Greife lieber zu festen, gut riechenden Knollen und lasse den Keimprozess bei dir zu Hause stattfinden. Wenn du siehst, dass der grüne Trieb aus der Knolle herauswächst, ist er genau richtig. Du kannst den Knoblauch nun verarbeiten wie gewohnt. Du wirst im Inneren den Keimling sofort erkennen. Er sollte frisch und grünlich aussehen. Wenn er bereits braun ist, solltest du ihn nicht mehr verwenden. Der gekeimte Knoblauch hat einen intensiveren Geschmack und du benötigst dann nicht so viel davon, wirst aber von den vollen gesundheitlichen Vorteilen profitieren und obendrein noch in den Genuss der Antioxidantien kommen, die weiteres Positives für eine gute Gesundheit bewirken, egal ob gezielt eingesetzt oder präventiv. Wie gehst du mit gekeimtem Knoblauch um? Entsorgst du ihn oder verarbeitest du ihn? Wir freuen uns über deine Anregungen in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir würden uns darüber freuen und dich gerne weiterhin mit gesunden, natürlichen Informationen versorgen. Dafür musst du nur noch unseren Kanal abonnieren, wenn du es nicht bereits getan hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte bleib gesund.